Hi, willkommen zurück zu einem neuen Part Man of Medan. Wir sind jetzt hier mit Julia und Alex im Flugzeugwrack und schauen uns das ein bisschen genauer an. Julia, stopp! Da passt du nur ohne Tauchgerät rein. Zu riskant. Das Rohr ist ziemlich eng, wenn du ohne Kreislaufgerät stecken bleibst. Ja, ist sie tot. Nee, das lassen wir. Ist vielleicht zu gefährlich. Ich möchte nicht unnötig hier jemanden verlieren. Also, ich habe das Ziel, alle Leben durchzubekommen. Das wird nicht funktionieren, aber ich will das möglichst lange versuchen. Was mit Patrone, oder? Einschusslöcher. Der ganze Rumpf durchsiebt. Brad flippt noch aus, wenn er das sieht. Das ist ja eher ein ruhiger Zeitgenosse. Ich weiß nicht, ob der ausflippen kann. Sieh mal. Im Bombengestell hängen Rettungsboote. Interessant. Eins von den Rettungsbooten fehlt. Ob sie es benutzt haben? Mal sehen, was es sonst noch gibt. Ja. Oben am Wasser gibt es auch zurzeit Schwierigkeiten. Aber davon wissen die beiden noch nichts. Mein Gott. Was ist das? Eine Leiche. Und was? Eine Brille oder was ist das? Nee, ein Medaillon. Was ist hier nur passiert? Ich denke, sie wussten um ihr Ende. Was ist das jetzt? Was war das? Sehen wir nach. Du zuerst? Ladies first und so, ne? Komm, Button Mashing. Billiger Scheiß. Hauptsache, die Tür ist offen. Ja, okay. Die sind auch hinüber. Ich Alter! hätte mich fast vollgepinkelt. Ist doch schön warm. Yeah. Fucking Moräne, ey. Pilot und Co-Pilot. Kein Zweifel. Ja, das Spiel macht gerne Jumpscares. Ich hab's schon Flugzeugabsturz, echt kein rausgefunden. schönes Ende. Ja, und jetzt? Ah. Langsam. Das Zeug liegt schon ewig hier unten. Ja. Als ob das funktioniert. Junior! Okay, das war ein Fehler. Kommt. Fass sonst einfach nichts mehr an, klar? Ist sie eingeschnappt? Ihr hält was fest? Ah nee, das hatten wir schon. Ich soll ja nichts mehr anfassen. Okay, dann verschwinden wir. Mehr gibt es ja hier dann noch nicht, oder? Außer die eine Luke da, wo sie ihre Taucherausrüstung. Moment. Warum kommt er nicht mit? Muss ich da hinten doch noch was tun? Was leuchtet er dahin? Da ist eine Tür. What? Wir müssen hier raus, jetzt! Ah, ein Hai! Hi?
jetzt auch noch Haie? Komm her, du Hai! Das ist ein grauer Riffhai. Kein Interesse an uns. Komm schon. Ich kenne mich mit Haien nicht so aus. Soll das heißen, der ist nicht gefährlich? Okay. Dachte, das ist der richtige Zeitpunkt, aber ich war mir auch nicht ganz sicher. Wer kann sich da schon richtig sicher sein? Was willst du? Weißt du? Oh. Oh mein Gott. Unter Wasser sieht man schlecht, aber ich knie vor dir. Aha. Julia, willst du mich heiraten? Das ist nicht so der richtige Moment, würde ich sagen. Sorry, Alex. Ich hab nicht... Ich wollte... Wir sind fast gestorben. Julia, ernsthaft? Ja, komm von mir aus. Wir wollen keinen Streit. Alex, wow. Das gibt ja eine Story. Mit Happy End? Ja, ja klar will ich dich heiraten. Okay, starker Held. Wollen wir jetzt aus dieser nassen Todesfalle fliehen? Ja, bevor der Hai doch an uns interessiert ist. Wir kommen rauf. Over. Hey, wo kommt das andere Boot her? Ah, die verschwinden. Warte. Julia, erst die Dekompression. Hey. Scheiße. Was? Zum Teufel, wir müssen da rauf. Warte, die Dekompression. Wir müssen nach oben. Sorry, tut mir leid, mein Bruder ist da oben. Julia. Sei nicht blöd. Du musst ein paar Sekunden warten. Scheiße, ich geh hoch. Ich hoffe, es ist kein Fehler. Hey, JJ, keine Panik. WTF. Wir hatten einen Unfall. Mit dem Grill. Oh Gott. Als wäre das Boot explodiert. Was war mit dem anderen Boot? Diese Fischer sind voll in die Tauchleine gekracht. Wen juckt's? Ist doch egal. Mich interessiert, was ihr gefunden habt. Tja, das Flugzeug. Es ist riesig. Voll mit coolem Zeug. Oh mein Gott, Leute, könnt ihr mal alle eine Sekunde still sein? Holy shit! Alter, Glückwunsch! Gut gemacht. Komm rauf und wir feiern. Okay. Oh, was willst du denn? Sie lernen wohl diese unerschütterlichen Abenteurer kennen. Alex und sein kleiner Bruder Brad wollen mit den großen Fischen schwimmen. Und beide haben Angst vor der Tiefe. Beide? Und Julia. Die große Liebe von Alex. Und sie fühlt ebenso. Was ist mit Conrad? Ein Draufgänger, könnte man sagen. Ein Spast! Oder vielleicht eher arrogant. Und dann ist da Captain Fliss. Stark? Direkt und stur. Sie scheint mir irgendwie immun gegen Conrads Charme. Zumindest bisher. Das wird auch so bleiben. Ich versichere Ihnen, sie halfen Ihnen, Entscheidungen zu treffen, die Sie später schätzen werden. Und manche, die Sie bestimmt später bereuen. Ich kann mir vielleicht vorstellen, dass Fliss stirbt, wenn Conrad ihr nicht hilft. Und da ich die ganze Zeit abweisend zu ihm bin. Also, wir waren gerade erst dem sicheren Tod entkommen und... Naja,
So sicher war es nun auch nicht. Und dieser Klopskopf. Klopskopf? Dieser Klopskopf holt einen Ring von wer weiß woher. Genau, wo war der Ring eigentlich? Ein Gentleman genießt. Nebenbei bemerkt, diese Lady war beeindruckt. Ja, gut gemacht, Bro. Wollte Conrad nicht erst Fliss helfen und dann mehr Bier holen? Vielleicht hat er gedacht, hey, ich trinke mal eins und wurde betrunken. Und er hat uns vergessen und weitergetrunken. Und weitergetrunken und dann war alles weg. Klingt, als hättest du Erfahrung mit dieser Art Phänomen. Genau, so geht das schon seit Jahren. Ich suche ihn mal. Oh, da steckt ein Geschoss im Flugzeug. Hm. Es ist unter Deck, wenn du mal gucken willst. Und? Zukünftige Mrs. Julia Smith, wie klingt das für dich? Ja, ist gut. Ganz ehrlich, ich wusste es vorher nicht genau. Aber jetzt, wo ich es höre, klingt es echt gut. Tja, wir sollten dann wohl mal über die Hochzeit reden. Ted kann alles bezahlen. Nee. Na, das klingt doch gut. Ich hab aufgepasst. Ich kann's kaum erwarten, dass wir alles planen. Ich hatte Angst, du sagst nein. Natürlich hätte ich ja gesagt, du Trottel. Ja, zum Glück. Als du ja gesagt hast, habe ich schon unsere ganze Zukunft deutlich vor uns gesehen. Komm, sind wir mal ein bisschen neckisch. Alles geplant? Ich ansonsten wird es zu kitschig. Wo sind alle hin? Das muss doch richtig gefeiert werden. Ich such sie. Entspann dich. Hey, meinen Bruder gesehen? Oder Fliss? Nein, ich war abgelenkt. Wovon? Holen wir sie. Klar. Okay, wir hatten also, eine Vision. Was passiert? Weiß schon. Irgendwas Magisches. Ich möchte mich offiziell für meinen Bruder entschuldigen, der hier geiler Teenager spielt. Oh, ist okay. Ich komme mit Kindern klar. Conrad, Bier, wo ist das? Ach ja, das Bier. Wollte ich gerade holen. Conrad wird von allen gedisst. Und er hat es verdient. Okay, wo wir schon alle hier sind, sehen wir uns doch den Navigator-Block an. Vielleicht finden wir raus, warum das Flugzeug da war. Wo ist er denn? In deinem Koffer. Okay, ich hol ihn. Hey. Was ist das da? Und? Wie fühlst du dich jetzt nach dem Antrag? Kamera, ne? Ehrlich, das hatte ich schon lange vor. Warum beim Tauchgang? Oh, schickes Bild. Sollte in Erinnerung bleiben. Nur nicht so in Erinnerung. Eins muss ich dir lassen. Die Frage der Fahrten auf dem Grund des Meeres zu stellen, ist ziemlich romantisch. Hä? Was ist das? Air Rescue Service. Ich bin stolz auf dich. Ohne dich hätte das nie geklappt, Bro. Bro. Hey, was meinst du damit? Meinem Herzen folgen? Also, so kitschig bin ich auch nicht. Und ich meinte das Studium. Egal. Noch irgendwie? Für immer, Bro. Nicht. Okay. Und? Morgen wieder darunter? So, ich habe jetzt schon wieder vergessen, was ich tun sollte. Hol den Navigator-Block. Ach so, okay. Naja, ein bisschen zu gefährlich für meinen Geschmack. Entspann dich. Wie oft muss ich sagen, du sollst nicht so weich sein? Ich such dann jetzt. Entschuldigung, pass auf, dass das Claudia nicht, Fliss nicht sieht. Hey, Zeit für eine Grillparty. Hast du den Block? Sorry, ich war abgelenkt. Na los, holen wir ihn. Okay. War das schlecht jetzt? Hab ihn. Gehen wir hoch. Ich war nicht schnell genug wahrscheinlich. Ich habe mich mit anderen Sachen beschäftigt. Feger. Oh, jetzt geht's zur Sache. Schön langsam. Wir müssen zurück. Oder auch nicht. Tja, ja, Alex. Hier.
Brad will nix. Immer langsam. Wie bitte? Vorsicht, wenn die Dekompression zu schnell war, solltest du weniger trinken. Alex, alles okay. Ist sicher keine Taucherkrankheit. Nicht immer. Manchmal treten die Symptome erst später auf. Stunden oder sogar Tage. Die was? Ja, das ist, wenn man zu schnell wieder auftaucht. Dekompressionskrankheit. Nerd. Kleine Stickstoffblasen, die sich im Blut bilden. Tut tierisch weh. Ich mein's ernst. Jedes Jahr sterben Taucher an Dekompressionskrankheit. Und deshalb sagt Dr. Conrad, wer hat, der soll auch trinken. Entweder geht's dir gut oder du brauchst was, um den Schmerz zu lindern. Julia, du solltest jetzt wirklich keinen Alkohol trinken. Komm schon. Im Ernst jetzt? Du lässt dir was vorschreiben? Trink doch ein Bier. Da ich Conrad nicht mag. Nö. ich bleib besser bei H2O. Ich will nichts riskieren. Okay, Leute. Hört mal her. Ist, glaube ich, auch ganz gut. Mandschurei-Gold. Wer hat Lust, ein paar Schätze zu heben? Also, Captain? Koordinaten? Ja, das sind Koordinaten. Vielleicht das Ziel des Flugzeugs? Glaubst du, wir kommen bis morgen dahin? Dauert ein paar Stunden, wenn das Wetter so bleibt. Wow. Habt ihr noch mehr? Das Flugzeug wurde wohl abgeschossen. Das war ja übersät mit Einschusslöchern. Ich habe eine Kugel im Rumpf gefunden. Und es war voller Rettungsflöße. Wurde wohl abgeschossen, bevor sie die abwerfen konnten. Hat nur eins gefehlt. Leichtsinnig, alle zusammen. Wie bitte? Ich habe euch gesagt, ihr sollt alles da unten lassen. Ach komm schon, das haben wir doch schon durch. Mir geht's nicht ums Gesetz. Nein, hey. Sie waren respektvoll. Nein, ihr habt getan, was ihr wolltet. Was ihr auch habt, ihr habt zu viel. Ach, komm schon. Niemand weiß, dass wir da unten waren. Und ich glaube, Geister reden nicht. Ihr Amis seid doch alle gleich, oder? Keinen Respekt vor Traditionen. Ihr hättet überhaupt nie zu diesem Flugzeug runtergehen sollen. Das bringt Pech. Ihr meint, ihr könnt da unten alles ohne Folgen plündern, aber jedes einzelne Teil, das ihr mitbringt, hat eine Seele. Es ist wie ein Geist, den ihr nach oben einladet. Schon wieder. So habe ich nie darüber nachgedacht. Du denkst nie über irgendwas groß nach. Na, hab auch noch nie so coole Geistergeschichten gehört. Das sind keine coolen Geistergeschichten. Das ist kein Spaß. Leute sind ertrunken und ihr müsst ihre letzte Ruhe respektieren. Genau. Brad, kennst du eine Gruselstory? Ja, ich hab was gehört, dass hier irgendwo passiert ist. Lass mal hören. Wir können was Gruseliges brauchen. Okay, jetzt bin ich gespannt. Raus damit. Dein Seemannsgarn ist bestimmt gut. Die ist aber echt krank irgendwie. Mach uns Angst, Brüderchen. Okay, los geht's. Eine wahre Geschichte, die genau hier passiert ist. In einem alten Leuchtturm. Klassisches Szenario. Warte, sie soll wahr sein? Wo hast du sie her? Wenn ihr es unbedingt wissen wollt, sie stammt aus den verrotteten Seiten des schaurigen alten Bordmagazins, das ich auf dem Hinflug gelesen habe. Der Leuchtturm stand auf einem Atoll. Isoliert vom Rest der Welt. Ein einsames Licht in der Nacht. Zuflucht der Matrosen. Der Leuchtturmwärter hörte die Wellen aufs Ufer schlagend. Eines nebligen Morgens trifft er eine Frau. Sie ist voller Blut und stolpert den Strand entlang. Er eilt ihr zu Hilfe und sie fällt schluchzend in seine Arme. Während er sie eilig zum Leuchtturm bringt, fragt er sie, wo sie herkommt. Er verschwendet keine Zeit. Lässig. Komm, halt deine Fresse. Die Frau sagt, ich wohne hier, im Leuchtturm. Meine Eltern sind gerade oben. Wendung? Natürlich sagt der Leuchtturmwärter, das kann nicht sein. Er lebt seit Jahren allein. Und die Frau wird hysterisch und schwört, ihre Eltern seien oben. Also gehen sie nach oben und da, verteilt auf dem Boden, liegen ein Mann und eine Frau, brutal ermordet mit einer Axt. Immer eine Axt? Ich meine, wer benutzt denn heute noch Äxte? Okay, gut. Dann war es ein Fleischhaken. Sie wurden damit aufgeschlitzt und an den Sparren gehängt. Okay. Moment, du änderst die Mordwaffe? Ich dachte, das ist eine wahre Geschichte. Da war viel Blut. Ein Gemetzel. Wer weiß schon, wie sie starben. Okay, also, wer war's? Also, die Frau, immer noch hysterisch, sagt, ihr Ehemann war es. Und er ist noch da. Im Wandschrank. Haha, der Ehemann, was? Soll das eine Warnung an zukünftige Beute sein? Hey, keine Rückzieher. Du bist verlobt. Der Leuchtturmwärter kriecht rüber zum Schrank,
öffnet die Tür und da ist ein Mann im Schrank. Aber er hat sich die Eingeweide mit dem Fleischhaken herausgerissen. Voller Entsetzen geht er hin und betrachtet das Gesicht des Toten. Näher, näher. Und er sieht sein eigenes Gesicht. Dann quellen die Augen raus und er schreit. Wie eklig. Heyo, super Wendung. Schön. Lahm, nicht gruselig. Bleib bei deinen Leisten. Ja, da hat er leider recht. Das war nicht wirklich gruselig. Ach komm, das war nicht gruselig. Es war ganz schön billig, Kumpel. Okay, ihr hattet alle euren Spaß. Wir sollten schlafen gehen, das Wetter wird schlechter. Nein. Denn gemäß den Standardschiffsregeln müssen wir noch ein Bier trinken, bevor es in die Haie geht. Was für Regeln sind das denn? Das sind die Standardregeln des Institutionsprotokolls unter Division 1099. Aha. Wo hast du das gelesen? Im Internet. Oh, also sagt dir eine Website, dass du unter allen Umständen Bier trinken musst? Ich befolge nur Befehle, Mann. Mir gefällt diese Website. Roger, mein Freund. Ich bin raus. Conrad ist ein Spast. What the fuck? Was geht jetzt? Wer ist das? Und viel wichtiger, wo kommen die weg? Okay, die überfallen uns auf jeden Fall. Sind das die Typen, die mit dem Boot weggefahren sind? Ja, sind sie. Der. Entknebel den auch mal. Ich möchte nicht, dass sich Fliss und Conrad unterhalten. Am liebsten wäre mir, wenn Conrad das Klebeband behalten würde. Hallo? Hey! Verdammt! Aufhören! Nein! Bin fast frei. Hey, also, schlechte Neuigkeiten. Bitte? Das kann noch schlechter werden? Ja, also das sind vielleicht die
Fischer, die ich etwas aufgezogen habe. Oh, verdammt, Conrad. Gibt's auch gute Neuigkeiten? Großartig. Ah, ich hab sie erkannt. Wieso ist das gut? Ich dachte, du fragst erst nach guten Neuigkeiten. Du bist so ein Idiot. Himmel! Hey. Alex, was werden die uns antun? Keine Sorge. Wenn sie uns umbringen wollten, hätten sie es schon getan. Ich mach mir nicht nur Sorgen, getötet zu werden. Wir machen uns erstmal los, würde ich sagen. Leute, wir müssen uns losmachen, sofort. Komm her. Obwohl, Scheiße, das ich weiß nicht, ob das vielleicht eine gut schlechte Entscheidung ist. Ja, ist es. Ah, Arschloch. Dich komme ich später. Ja, für den kannst du machen, was du willst. Ihr seid meine Lady. Ihr seid hier ganz allein. Machen wir das Beste draus. Du kannst mich mal kreuzweise, du Stück Scheiße. Du hast sie gehört. Der Katze vom Müll über Bord schmeißt, ist mir egal. Was wollt ihr, Wichser, denn? Okay, es wird ernst. Ich schätze ihn so ein, als ob er rumheulen würde. Bitte. Hör auf, Mann. Wir beenden das später. Zeig dich von deiner besten Seite, kleiner Mann. Okay. Okay. Julia, sie kommen zurück. Scheißfresse. Hey, verlass dich drauf. Den schlagen Fliss und Julia die Köpfe ein. Nicht andersrum. Fliss scheint schon ziemlich dicke mit denen zu sein. Ja. Wo ist denn mein Bruder? Ich hab keine Ahnung. Und ja, wir sind mal in des Parts und wie diese Scheiße hier weitergeht, das finden wir dann im nächsten Part heraus. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ciao.